Landwirtschaft verbindet, so heisst das Projekt von Andreas Kindlimann, das wir uns heute auf der vierten Etappe der Herzroute anschauen. Ich bin Michelle und zusammen entdecken wir diese Woche die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft mit dem Velo von Romanshorn bis auf Lausanne. Gestartet sind wir heute Morgen in Zattwil im Kanton St. Gallen. Über Stock und Stein hat die Müsi-Route näher bis ins Zürich-Oberland gebracht, zum Hof der Kindlimanns. Bei ihnen kann man die Landwirtschaft auf spannende Arten entdecken, auf einem Erlebnisweg, den Andreas ins Leben gerufen hat. Also beim Aufstellen habe ich natürlich Hilfe gebraucht. Ich wollte natürlich nicht alles alleine machen. Das hätte ja x Stunden gebraucht, bis ich die 10 Erlebnisbösten plus Start und Ziel aufgestellt hatte. Da ist mir ein bisschen meine Vergangenheit zur Hilfe gekommen, so quasi back to the roots. Ich wusste, ja, ich war doch mal am Strickhof in der Technikerschule und damals hat man auch so etwas Ähnliches auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit den Hofmitarbeitern. Ich dachte, ja gut, jetzt rufe ich mal an am Strickhof. Ich hatte dort Dani Schultes am Telefon und gefragt, du Dani, wir haben doch dazu mal noch das und das gemacht. Gibt es das noch? Ich sagte, ja, natürlich gibt es das noch, hat er mir dann am Telefon gesagt. Und gesagt, hey, das wäre ja wie maßgeschneidert für uns, das ist eine coole Sache. Das eine hat das andere gegeben und zusammen mit dem Strickhof, vielen weiteren Partnern und einem Haufen Bürokratie steht der Erlebnisweg heute oberhalb des Kleinenhof für Jung und Alt 365 Tage parat. Gratis, notabene. Perfekt für alle, die auf der Herzroute unterwegs sind und genug Energie haben, für eine extra Schlaufe zu machen. Meistens fragt man sich ein bisschen, hey, von wo bis wo sind wir unterwegs? Und die dann berichten können, ja, wir sind am Bodensee oben gestartet und sind jetzt unterwegs Richtung Genf. Es fasziniert manchmal, dass jemand sich irgendwie die 10, 11 Tage Zeit nimmt und wirklich quer durch die Schweiz röstet. Das ist, finde ich, lässig. Ja. Nachdem ich zusammen mit Andreas alle 10 Posten besucht habe, ist es dann aber auch schon wieder weitergegangen, Richtung Rapperswil. Das war auch das Ziel der heutigen Etappe. Noch mehr Infos zum Erlebnisweg und allen weiteren Betrieben, die ich besuche, gibt es jetzt in einem Spezialbund vom Schweizer Bauer in der Grossauflage vom 20. Juli. Bleibt dran, weil auf der nächsten Etappe, da nehme ich mich mit ins Kloster.